The Man Who Wanted to See It All. Zurzeit der Renner auf Netflix, die ganze Welt schaut zu und schaut auf das Leben von Heinz Stücke. Und heute sind wir bei ihm, dem Mann, der alles kennenlernen wollte. Und seit 8 Jahren ist er jetzt wieder in Hövloff. Und ich schaue den Michael Behrens jetzt an und der hat noch nicht mal eine Krawatte mitgebracht. Ja, lieber Heinz, schön, dass wir dich besuchen dürfen. Die ganze Welt hast du kennengelernt, Heinz, doch seit 8 Jahren jetzt wieder bei uns in Hövloff. Wie fühlst du dich in deiner Heimat, wenn man eigentlich die ganze Welt kennt? Das Beste, das je passieren konnte. Hier ist so ein wunderbarer Platz und ich kann aufarbeiten meine Reise. Ich muss ja auch, das ist alles immer so schnell gegangen und ich habe das eingepackt, zu meiner Schwester geschickt. Riesenmengen von Souvenirs und Bilder, die ich musste verarbeitet werden. Und das mache ich jetzt und das kann ich hier. Und das ist das Beste, was passieren konnte, dass ich hier jetzt endlich aufarbeiten kann. Ich bin Wiederkäuer geworden. Ich kaue meine Fahrt rückwärts wie eine Kuh, das Gras nachts und ich mache das mit dem Einfach. Und das gibt nichts Besseres als dieser Platz hier. Das Detail in dem Film ist sicherlich, wenn du über dein Elternhaus sprichst, über deine Eltern sprichst, über die Sehnsüchte auch deiner Eltern, deines Vaters, doch zurückzukommen und wie du dann vor dem Grab deiner Eltern stehst nach so vielen Jahren. Wie war die Beziehung dann in den Jahren? Du hast immer gesagt, ich komme nicht wieder zurück, weil dann wäre die Reise... Meine Mutter ist ja früh gestorben, aber ich war im Urwald zu der Zeit. Das habe ich erst sehr spät gewusst. Und ich habe dann auch noch angeboten, nach Hause zu kommen. Und dann hat mein Vater gesagt, aber wenn du kommst, dann bleibst du. Und nicht, er sagt, ja, ich komme, aber ich will wieder weitermachen. Und dann hat er gesagt, lieber schick mir das Geld an. Er war ja alles immer selber gebaut, in das Haus. Und so war... Also meine Mutter war immer auf meiner Seite, muss ich sagen. Die hat immer an mich geglaubt. Mein Vater hat eher beides haben wollen. Er hat den Kollegen erzählen wollen von seinem Sohn, der irgendwo in der Welt herumflitzt. Und zur gleichen Zeit will er, dass ich da bin. Ne? Mhm. So, und dass diese beiden Sachen funktionieren irgendwie nicht zusammen. Aber ihr habt immer Schriftkontakt gehabt. Ja, dann habe ich, damals ging ja alles noch mit Briefen. Mhm. Und da habe ich die ganze Riesenkasten voll mit Korrespondenz mit meinem Vater. Und jedes Mal, wenn es um Geld ging, natürlich auch. Ich habe in Japan relativ viel Geld gehabt, ich habe es nach Hause geschickt und das hat dann 5 oder 6 Jahre gereicht und immer wieder schickte er mir dann das Geld von meinem Konto, das er verwaltete. Bei der Volksbank bin ich doch seit über 60 Jahren Mitglied. Ja. Ich hab eine gelbe Karte. Ja. Merkst du das, dass dieser Film tatsächlich jetzt deine Popularität nochmal gesteigert hat? Ja, aber ist alles noch überschaubar. Ich weiß nicht, dass die Schlange stehen vor der Tür. Ne? Also es kommen immer wieder Leute, aber nicht, dass die Schlange stehen. Das einzige Problem ist, dass die Buchbestellungen ich kann die nicht alle, das mein Geheimnis ist ja, dass ich alles privat mache. Ich habe private Umschläge, alles noch mit altem Stil, mit Briefmarken drauf, mit Dedikation zu Leuten in das Buch rein. Und das Ganze dauert, jede Sendung dauert ungefähr 1,5 Stunden. Und das lieben die Leute, diese alte Art. Ich habe seit Januar 400 Ausdrücke gemacht, nur von Bemerkungen zu dem Buch, das die gekriegt haben inzwischen. Also sind seit 400 Bücher seit Januar. In den letzten 8 Jahren ja die ganzen Gegenstände, Bilder aufgearbeitet. Und wenn man jetzt hier reinkommt, ist es ja fast schon ein kleines Museum, was man hier vorfindet. Und deswegen soll das auch noch ruhig länger dauern, bevor das Museum wieder... Aber wenn man in Wikipedia schaut, zu den 3 bekanntesten Hövlovern zählst du. Und das wollen wir natürlich auch ganz gerne in Hövloff vielleicht nutzen. Und du bist der Erste, ne? So weit bin ich noch nicht. Wir sind eine Pfadgemeinde und da macht es natürlich Sinn, dass man dieses besondere Leben vielleicht auch mit einbezieht. Dazu wärst du bereit. Ich tue alles dafür. Alles, ja, ich habe das schon alles versprochen. Das gehört ja schon der Gemeinde praktisch. Ne? Das bekräftige ich nochmal. Es gibt keinen besseren Platz, wo das aufbewahrt werden könnte. Natürlich. Ja, vielleicht zum Abschluss noch. Hövloff ist sicherlich für mich der schönste Platz der Welt. Du hast viel mehr gesehen. Wo ist für dich der schönste Platz der Welt? Ja, das ist ein schöner Platz. Im Bett mit einer schönen Frau ist ein schöner Platz. Naja, also dumme Bemerkungen. Dumme Fragen kriegt man, dumme Bemerkungen. Nein, das ist unmöglich zu sagen. Man träumt vom Amazonas, man träumt von Abenteuern, man träumt von Afrika, Großwild. Es sind so viele Gebiete auf der Welt, die einfach so eine Anziehungskraft haben für alle Leute, aber die dann nicht immer unbedingt hinkommen können. No? Sogar Hawaii. No? Es gibt kein Bier auf Hawaii, haben wir damals immer gebrüllt. Was würdest du unseren Zuschauern empfehlen, wie sollte man durchs Leben gehen? So? Ja, alles mit Begeisterung. Ist egal, was man tut es mit Begeisterung. Das ist das Allerwichtigste. Und diese Begeisterung ist oft nicht da.
weil man das Leben finanzieren muss mit einer Arbeit, die man nicht gerne tut und so weiter. Man hat aber Verpflichtungen, die Familie kommt dann, das ist das Problem. Aber auch das kann mit Begeisterung gemacht werden. Und die Begeisterung muss einfach da sein. Und das Identifizieren sich mit einer Sache. Ne? Und das habe ich gemacht. Das habe ich dann einfach alles andere im Leben unwichtig. Ich habe mich darauf konzentriert, was ich gemacht habe. Lieber Heinz, ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort und auch ein Wort, was wir durchaus den jungen Menschen mitgeben können, mit Begeisterung und Inspiration durchs Leben zu gehen. Egal, was man tut, aber das mit schelmischem Lachen und Frohsinn. Dann will ich dich mehr hier sehen. Immer öfters. Aber du bist auch busy. Herzlichen Dank, Heinz. Schön, dass alles wir klar, mit dir sprechen durften. Alles klar, wunderbar. Adios, amigo.